Was meinen Sie, lohnt sich der Abschluss einer Riester-Rente tatsächlich? Ich werde am Ende dieser Präsentation Ihnen die Frage beantworten. Schauen wir uns zuerst einige typische Fallbeispiele an. Kurz zuvor, bevor ich auf die Beispiele eingehe, möchte ich sagen, dass ich diese Grafik hier auf der Webseite www.vivo.de verwende und ich werde sie Ihnen auch unterhalb des Videos beifügen, sodass Sie sie auch selber nochmal abrufen können. Wir sehen hier in der ersten Grafik ein Beispiel, und zwar Frau bzw. Mann, 30 Jahre alt, Bruttoeinkommen 40.000 Euro und angenommene Lebenserwartung von 80 Jahren. Bei 80 Jahren ergibt sich eine garantierte Verzinsung von 0,1% und eine prognostizierte Verzinsung von 2,4%. Wir gehen als weiteres Beispiel auf 90 Jahre ein, also auf das beste Ergebnis, was ein Mann bzw. eine Frau mit 40.000 Euro Bruttoeinkommen mit 30 Jahren erzielen kann. Das sind eine garantierte Rendite von 1,7% und eine prognostizierte Rendite von 3,9%. Nehmen wir nun ein zweites Beispiel. Hier haben wir jetzt Frau oder Mann, ebenfalls 30 Jahre alt, Bruttoeinkommen 60.000 Euro, keine Kinder. Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren würde sich eine garantierte Verzinsung von 0,8% und jetzt halten Sie sich fest, nicht plus, sondern minus ergeben. Und wenn es ganz gut läuft, prognostiziert 1,7%. Bei 90 Jahren garantierte Verzinsung 1,5% und prognostiziert 3,8%. Nehmen wir ein drittes Beispiel. Frau bzw. Mann, 40 Jahre alt, Jahresbruttoeinkommen 50.000 Euro, ebenfalls keine Kinder. Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren 1,3% minus. Das ist hier die garantierte Rendite. Und prognostiziert, wenn alles ganz gut läuft, 0,8% plus. Bei 90 Jahren 1,3% garantierte Verzinsung und prognostiziert 3,6%. So, jetzt sagt man ja immer, Riester lohnt sich ja vor allem für die Leute, die Kinder haben. Also schauen wir jetzt mal hier, wie es aussieht, wenn eine Familie Kinder hat. Hier Beispiel Familie, beide 40 Jahre, 80.000 Euro Bruttojahreseinkommen, verheiratet, also dort sogar nochmal steuerlich im Vorteil und zwei Kinder. Jetzt halten Sie fest, bei 80 Jahren Lebenserwartung minus 1,4% garantierte Verzinsung prognostiziert, wenn alles also super läuft, 0,7%. Bei 90 Jahren Lebenserwartung garantiert 1,3%. Prognostiziert 3,6%. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Familie, ebenfalls beide 40 Jahre alt, Jahresbruttoeinkommen 120.000 Euro, verheiratet und auch hier zwei Kinder. Bei Lebenserwartung von 80 Jahren garantiert minus 0,4% minus. Also Sie merken schon, in vielen Fällen können Sie das Geld gleich doch viel besser in Ihren Sparstrumpf reinpacken. Dann haben Sie auf jeden Fall mehr davon. Und wenn alles ganz gut läuft, prognostiziert 1,8%. Bei 90 Jahren Lebenserwartung 1,9% garantiert und prognostiziert 4,1%. Und als letztes Beispiel möchte ich Ihnen jetzt noch nennen die folgende Grafik. Frau oder Mann? Ebenfalls 40 Jahre, 120.000 Euro Bruttojahreseinkommen, in diesem Beispiel keine Kinder. Sie sehen also hier zum vorangegangenen Beispiel, keine Kinder ist die Rendite ungefähr genauso hoch wie mit zwei Kindern. Es nimmt sich also eigentlich nichts.
Das heißt, dieser Vorteil mit Kindern, den kann man getrost ausblenden. Hier, wie gesagt, bei 80 Jahren garantierte Rendite 1,1% minus und prognostiziert 1%. Bei 90 Jahren Lebenserwartung, wer das Glück hat und so alt wird. Hier noch ganz kurz erwähnenswert, ein Mann oder die männliche Bevölkerung hat momentan eine Lebenserwartung unter 80 Jahre. Das heißt, wer überhaupt das 80. Lebensjahr erreicht, das ist hier schon sehr, sehr positiv dargestellt. 90 Jahre ist leider für die meisten Menschen unter uns sehr unwahrscheinlich. Trotz allem hier das Beispiel auch bei 90 Jahren. Garantiert 1,5%, prognostiziert 3,8%. Und jetzt entscheiden Sie für sich, ob Riester eine sichere Anlage ist. Ich möchte noch zwei, drei Sachen ergänzen. Der erste Punkt, ein großer Fehler, den viele Leute machen, was auch viele Normalleute nicht verstehen, weil sie halt nicht aus dem Finanzbereich kommen. Eine garantierte Verzinsung sagt nicht viel aus. Entscheidend ist für Sie die reale Verzinsung. Wenn wir zum Beispiel Deutschland nehmen, wir haben allein in Deutschland in den letzten 30, 40 Jahren eine durchschnittliche Inflation von 3%, also eine negative Verzinsung gleichzeitig von ungefähr 3%. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel bei Riester eine garantierte Verzinsung von zum Beispiel 1,5% bekomme, gleichzeitig eine Inflation von 3% minus habe, dann habe ich einen Verlust von 1,5% pro Jahr. Diese Daten, also die reale Verzinsung, ist hier noch gar nicht angegeben. Das heißt also, dass wir hier lediglich von der nominalen Verzinsung sprechen. Das heißt rein von dem Geldbetrag, der mehr wird und nicht von dem, was Sie sich letztendlich davon kaufen können. Denn wie gesagt, Geld verliert ständig an Wert, inflationiert. Und das müssen Sie natürlich hier noch dementsprechend dagegen rechnen. Also wenn man es wirklich klar betrachtet, dann kann man wirklich sagen, Riester ist keine gute Anlage und vor allem ein auch sehr wichtiger Punkt, Riester ist auch keine sichere Anlage. Erster Punkt, wie gesagt, gerade angesprochen, die Inflation. Die Inflation wird auch höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren dramatisch steigen, allein schon durch die immense Staatsverschuldung, die Deutschland hat. Auch zusätzlich natürlich die Euro-Krise, wo Deutschland für bezahlen muss, also für ganz Europa. Und natürlich auch, wenn irgendwann eine neue Währung kommt, ein Währungsschnitt zum Beispiel, da können Sie auch in die Vergangenheit gucken, Riester ist eine Papiergeldanlage, genauso auch für eine Kapitallebensversicherung wie ein Bausparer, wie ein Sparkonto. Das heißt, sind alles Papierversprechen, die auf das Versprechen aufbauen, dass das Geld morgen und übermorgen, also in ein paar Jahren, noch denselben Wert hat wie heute, was an sich schon eine Lüge ist, weil Geld, wie gesagt, ständig inflationiert. Wenn sich das also betrachten, gerade über einen längeren Zeitraum hinaus, dann ist also Riester auch dort hochproblematisch. Und als dritten Punkt möchte ich noch hinzufügen, was man auch gerade viele Nutzer, die einen Riester-Vertrag haben, nicht beachten. Man darf später mit der Rente höchstens 30% von Riester sofort abheben, was man denn also gespart hat. Und wenn man mehr abheben möchte, dann muss man auch die ganzen Vergünstigungen, die hier übrigens schon mit eingerechnet sind, also diese Steuersparmodelle, auch natürlich die zusätzlichen Leistungen vom Staat, die man auf Riester drauf bekommt, die muss man dann zurückzahlen, wenn man mehr als 30% abheben möchte. Und als letzten Punkt möchte ich auch noch erwähnen, auch sehr wichtig, auch nicht unwichtig. Man muss auch bedenken, bei Riester die fehlende Flexibilität, eine Anlage, die sehr, sehr unflexibel ist. Das heißt, wer früher an sein Geld ran möchte, geschweige mal pausieren möchte, der kann mit, oder nicht nur kann, sondern wird in der Regel mit Stornogebühren bestraft. Und wenn er früher sogar an sein Geld ran möchte, dann ist wirklich ein sehr dramatischer Verlust nicht ausgeschlossen. Ja, das soll zu diesem Thema gewesen sein. Falls Sie einen Riester haben, einen Riester-Vertrag, dann tut es mir leid. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, eventuell das Ganze, ja, ich möchte jetzt nicht weitere Tipps geben, aber wenn Sie, wie gesagt, noch überlegen, ob Sie bereits Riester kaufen, dann, ja, hoffe ich, dass Sie für sich persönlich die richtige Entscheidung treffen. Es gibt vernünftige Alternativen und die sicherer sind und auch rentabler sind als ein Riester-Vertrag. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Schau, schau, ihr Matthias.